Und damit, liebe Leute, begrüße ich euch ganz herzlich zu einem Let's Show im Vergleichsverfahren. Denn ihr habt bereits gesehen, kurz vorher, oder beziehungsweise ein paar Tage vorher, ist Balan Wonderworld, die Demo für die Nintendo Switch erschienen. Die ist auch jetzt für die Xbox Series X, beziehungsweise Xbox One erschienen. Und ja, ich möchte einfach mal einen Vergleich anstellen, weil ich wollte ja dieses Spiel eigentlich als Let's Play starten. Und als ich die Switch-Version gesehen hatte, dachte ich mir, ach du Scheiße. Das ärgert mich sowas von derbe. Nee. Und ja, ich wollte einen Vergleich haben. Das ist dann halt entsprechend die Series X-Version, weil ich halt die Series X entsprechend, ja, habe. Und ich lasse hier jetzt alles gleich. Werde nicht weiter hier drauf eingehen, weil das macht ja gar keinen Sinn. Und wir schauen uns jetzt nicht nochmal die Zwischensequenz an, weil die scheint bei allen gleich zu sein. Das heißt, wir gehen gleich mal einen Schritt weiter. Und landen sofort auf der Tim-Insel. Und ich muss jetzt schon sagen, oh Mann, das sind meilenweite Unterschiede. Meilenweit. Trotzdem hat sich nichts am Springen geändert. Das ist alles immer noch gleich. Das heißt also, alles ist identisch, was die Steuerung angeht, aber es sieht schon viel flüssiger aus. Und auch hier muss man schon sagen, es sieht bei weitem flüssiger aus. Jetzt schauen wir mal, wie hier die Sprünge sind. Auch hier fand ich jetzt bei dem Sprung einen ganz kleinen leichten Lag. Aber gut. Aber es sieht doch schon, sind wir mal ehrlich, bei weitem besser aus. Auch die Figur sieht schon mal bei weitem besser aus. Wem es nicht aufgefallen ist, bei der Switch waren immer so weiße Ränder. Am besten mal ein Stammbild machen, wenn ich zum Beispiel in so einem Schatten bin. Da hatte der so extreme weiße Ränder. Die sind hier jetzt auch, aber das sind einfach nur Effekte. Und die kriegen sie anscheinend auf der Switch nicht so raus, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Keine Ahnung, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, dass man da so weiße Ränder macht. Damit es ein bisschen plastischer aussieht. Da haben wir Spinnenweben. Und so ein bisschen erinnert mich das Ganze hier, glaube ich. Ja, ich komme jetzt hier nicht an diese Spinnenweben ran. Doch. Ah, da kann ich dann hoch. Okay, oder? Ja. Dafür brauche ich anscheinend ein Spinnenkostüm. Ja, komm. Brauche ich anscheinend ein Spinnenkostüm. Und das kann man halt wahrscheinlich nicht so gleich auf Anhieb finden. Nee, wie gesagt, das Spiel erinnert mich so ein bisschen an Skylander. Da muss man, glaube ich, auch mal mit unterschiedlichen Charakteren das Ganze spielen, um entsprechend die Sachen freizuschalten. Hier brauche ich wahrscheinlich jemanden, damit ich da irgendwie rüberfliegen kann. Ich kann das nochmal mit dem Känguru probieren. Was wir dann hier erhalten. Das sieht doch schon mal. Also ich sag's mal so, ist. Ja, es sieht bei weitem schöner, butterweicher aus. Also es spielt sich butterweicher und den Effekt finde ich immer echt gut. Na du, lach ruhig. Lach ruhig. Lach dich ruhig kaputt. Schnips. Hey.
Und die Kamerasteuerung ist halt auch komplett für den Hintern. Aber auch wie es jetzt im Hintergrund erscheint, also das sind wirklich nochmal Unterschiede wie Tag und Nacht, die man hier hat. Oh, ich muss erst den Schlüssel finden. Wo war denn der Schlüssel? Hier schon mal nicht, da oben drauf vielleicht. War aber auch nicht, nee, weil da war ich beim letzten Mal, glaube ich, schon. Nee, den Schlüssel finde ich jetzt so auf Anhieb nicht. Oh, und das habe ich gleich mal auf Anhieb geschafft. Hey! Da oben ist der Schlüssel. Ah, klar, dass ich daneben springe. So, und Statue Nummer 3. Leck, 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 leck. So, damit kommen wir die zweite Verwandlung. Hampelkänguru. Wir können dann mit den Tasten hier wechseln. Weiß gar nicht, da oben wird wahrscheinlich gar nichts sein. Aber ich möchte es jetzt einfach mal probieren. Da hinten die Stelle einfach mal rüber zu springen. Könnte ein bisschen eng werden. Ja. Wird eng. Also da brauchen wir was, was noch länger hält. Jetzt fragen sich einige, warum hast du das gemacht und so weiter? Warum zeigst du nicht den Rest und so? Weil ich halt da schon war, also in der Switch-Version, und ich gucke halt jetzt so ein bisschen den Vergleich mit der Xbox-Version, und wenn ich mir die Steine angucke, es ist einfach wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, also das ist schon erheblich hier die Unterschiede. Und ja, ihr müsst dann halt mit verschiedenen Charakteren hier versuchen irgendwie, what? Okay, ich muss nochmal den Schlüssel finden. Komme ich doch gar nicht rüber. Ja, nice. Die Kamera ist so genial. Wie soll ich denn das jetzt hier machen? Verwandlung ist doch jetzt weg. Meinen die das hier gerade ernst? Ach, da ist jetzt die Verwandlung. Ich habe mich gerade echt schon gewundert, wo ist die Verwandlung hin? Hier bekommt man nur so ein Bonuslevel. Die Bellen. Balgerei. Einfach nur im richtigen Augenblick die richtige Taste drücken. Beziehungsweise im richtigen Augenblick, ja. Jetzt muss ich smashen, ne?
Ich verstehe es nicht. Also, was das hier soll. Ah, war nun super. Mist. Weil das bisschen, was man da bekommt, ist nicht gerade viel. Und dann ist man halt schon am Ziel. Und das ist das, was mich so ein bisschen hier in Level 1 ärgert. Weil hundertprozentig könnte ja noch mehr sein. Also ist halt anscheinend die Demo. Und die anderen Sachen entdeckt man halt dann erst später. So. Dann kann man schon in Kapitel 2. Kapitel 1, Akt 2. So. Und das Level ist natürlich dann nochmal bei weitem größer. So, und ihr sagt jetzt, ihr seht, habt jetzt hier gerade gesehen, wie sich langsam die Texturen aufbauen. Und diesen Texturaufbau, den habt ihr halt bei der Switch gar nicht gesehen, weil es gab da nicht wirklich Texturen. Ich bin wirklich ein riesengroßer Freund von der Nintendo Switch. Ich liebe sie wirklich. Ich bin richtig großer Fan davon. Aber hier muss ich sagen, ist einfach die Xbox-Version, die PlayStation-Version weit voran. Ach, ist das Spiel jetzt besser? Nein, nicht wirklich. So. Zack. Statue Nummer 1. Ich wollte gerade sagen, wieso dürfen wir da nicht rüber? Und Fußballer. Okay. Toller Schuss 2. Also versuchen irgendwie so drei Stück gleichzeitig zu erwischen oder so. Weiß ich, dieses Minispiel bringt mir irgendwie so gar nichts. Und ansonsten ist hier hinten nichts. Nix, nada, niente. So. Wenn das mir einen Schlüssel bringt. Den kleinen Drachen. Das sieht so creepy aus.
Ach, genau, andersrum. Na egal. So, hier haben wir jetzt Blöcke. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Will ich diese Blöcke zerstören? Ja, will ich. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Ich kann mich natürlich noch nicht an jeden einzelnen Block erinnern, ne? Das rollt jetzt runter. Da rein. Bisher bin ich jetzt immer direkt durch das durchgegangen, aber vielleicht ist hier hinten ja noch was. Nö. Aber lieber gucken als bereuen. Seht ihr, und hier war was, was ich vorher nicht entdeckt hatte. Und hier genauso. Ja, verdammt, da komme ich so nicht hoch. Ich glaube, hier muss ich auf die andere Seite. Mal schauen, was wir auf der anderen Seite haben. Nein, ich fall runter. Wir werden es nie erfahren, was auf der anderen Seite war. Ein Ei. Weil ich immer nicht weiß, wofür die Eier sind. Ich hätte jetzt eigentlich wieder so eine Statue erwartet von Balan, aber okay. Schnell wieder wechseln. Ja, zum Beispiel, wie kommt man darauf? So, auch cool. Er zieht automatisch. Finde ich gut. Wie würde ich denn da jetzt hinkommen? Ja. So könnte ich da vielleicht hochkommen. Oder auch nicht. Hier hinter ist auch was. Das ist... Das ist ärgerlich. Da kommt man jetzt noch nicht hoch. Auch hier wird einem wieder künstlich der Weg versperrt, so dass man ein zweites Mal durch diese dieses Areal durch muss. Ja, diese Kiste hier. Ob ich da sowas machen kann? Nee, auch nicht. Oh, ist das hier so eine Art Schlangenblock? Hm. Halt, warte mal. Die sind schon wieder da. Finde ich jetzt krass. Das war bei der Switch-Version ja jetzt nicht so. Zack, danke. Aha, hier gibt es noch Schweinchen.
hier komme ich rüber. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da rüber dürfte, ne? Probier es einfach mal. Doch, genau das ist der Weg. Und dann darf ich nämlich das da kaputt machen. Womit ich da hochkommen sollte, was ich aber nicht schaffe. Ich kann ja auch noch woanders hoch. Und wieder Balance-Balgerei. Ja, zu spät erkannt, dass man das smashen muss. Ach man, das ärgert mich einen super nur. Also, drei fantastischen, einen super. Viel zu wenig, hätte mehr sein können. Okay. Und ich glaube, darüber komme ich nicht und das bringt mich auch nicht weiter. Ernsthaft? Gegen die zu kämpfen ist irgendwie billig. Ich glaube, da haben wir jetzt alles in der Richtung. Also mir geht es jetzt auch nicht darum, jetzt hier 100% oder sowas zu machen. In einer Demo. Mir geht es einfach nur mal darum, hier Punkte zu sehen, die ich vorher noch nicht hatte. 100% ergeben sich dann durch die Variante, die ich auf der Switch gespielt habe, vielleicht ganz gut. Wen will ich denn verlieren? Hoppelhäschen? Da kommt ja Hoppelhäschen weg. Dann mal das süße Bleischwein. Was eine Stampfattacke ausführen kann. Müssen wir hier ganz gekonnt durch. Dann nehme ich die Kugel runter. Und weil wir hier so eine Wölbung haben, rollt die Kugel dann da rein. Weil die Welt dreht sich ja. Also eigentlich komplett umgekehrt zu dem, was man kennt. Aber sie dreht sich, die Welt. Und wer sagt nicht, dass dahinter was ist, ja. Das ist jetzt die zweite, die wir haben. Muss man sich jetzt erstmal vorstellen. Und da haben wir einen Checkpoint. Hey, sie freuen sich. Ich mich auch. So. So. Und dann mal in die dritte Statue. So. Dann haben wir das auch. Okay. So, dann können wir da jetzt hoch. Oder auch nicht.
hätte jetzt einfach vermutet, dass man hoch kann. Verdammt. Das ist dann, wenn man beim zweiten Mal guckt, immer. Ja. Ach, jetzt weiß ich, was mir fehlt. Ich kann aufladen. Krass. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Ich glaube, da brauche ich eine Kombi. Da komme ich auch nicht hoch. Oh Mann. Nee, eigentlich wollte ich den nicht haben. Verdammt. Damit kann ich jetzt das zwar kaputt machen, aber es bringt mich da leider nicht weiter. Das war jetzt ungünstig. Weil wer aufgepasst hat, der weiß, jetzt kommt ein kleiner Boss. Und das ist natürlich mit dem Drachen ein bisschen besser. Aber ihr seht, man kann es auch hier mit dem netten Guy machen. Und schon sind wir am Ziel. Und es gibt noch so vieles mehr zu entdecken. Ja, wir wissen, jetzt der Farmer, der wird dann entsprechend zum Monster, bla bla bla. Wie gesagt, ich überspringe das jetzt einfach aus dem Grunde. Da ist heute das Schweinchen. Zack. Der Wechsel. Jetzt wird er ganz wütend. So. Und jetzt wird einzeln auf mich los. Was? Nein. Verdammt, ich war zu früh. So. Und dann haben wir es geschafft. Ich war eine Sekunde zu früh, verdammt. Aber insgesamt wirklich, das Spiel ist sehr langsam. So, der Farmer kommt wieder. Ich überspule mal die Tanzsequenz, die ein bisschen skurril wirkt. Warum habe ich die zwei nicht bekommen? So, und dann ist man jetzt hier wieder am Hub. Und ich habe fast die Vermutung, und das möchte ich jetzt einfach mal bestätigen in der Demo,
Der Junge, der eins mit dem Wind sein will. Okay. Also die Demo geht doch weiter, als ich gedacht hätte. An dieser Stelle schon mal Respekt an Square Enix, dass sie wieder so große Demos machen. Das hat man immer echt selten heutzutage. Und das Wolkenschaf gibt es dann auch noch. Ich glaube, es gibt über 80 Verwandlungen. Aber es macht halt jetzt schon für mich mehr Sinn, echt die Xbox-Version zu nehmen. Was? Denn wie das jetzt aktuell läuft, ist das auf der Switch. Ich bin ja da ein bisschen direkter echt unspielbar. Der Luftakrobat, das heißt, dass die Ballons nicht wiederkommen, doch. Gut, also, ich würde sagen, jetzt haben wir mal hier wirklich einen guten ersten Eindruck bekommen von dem Spiel. Und ihr könnt mir ja gerne mal eure Kommentare dazu, eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ich jetzt hier gerade sterbe. Wie geil. Das heißt, ich komme gar nicht mehr zum Anfang zurück. Wie krass ist das denn? Ah doch, ich krieg hier das Schaf. Das ist ja krass. Weil die Statue wollte ich noch haben. Ah, schön. Habe ich eingesagt. Also wie gesagt, ihr schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich wie gesagt sehr brennend interessieren, was ihr jetzt von den verschiedensten Versionen haltet. Xbox, genauso wie PlayStation kann ich jetzt nicht zeigen, aber Switch und so weiter und so weiter und so fort, weil, ja, schlussendlich ist es meine Entscheidung, was ich da spielen möchte, aber ich möchte mir natürlich trotz alledem da gerne mit euch austauschen und vielleicht das ein oder andere noch finden, was vielleicht auch noch möglich wäre, hier zu handeln. Guckt mal an, was man hier so findet, wenn man irgendwo runterspringt. Die füchsige Box. Was auch immer das ist, ermöglicht dir die Verwandlung in die unbesiegbare Box. Das Kostüm wechselt zwischen... Hallo? Hä? What? Egal. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschüss.